Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin ziemlich aufgeregt, das wird jetzt die erste Runde vom Kartturnier. Ich habe ihm Ares, das ist der Castellan Crow, gerade die Challenge geschickt. Und ich habe insgesamt drei unterschiedliche Turnierdecks gebaut. Warte mal. Das sieht nach meinem Retreat-Deck aus. Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht auswählen, aber das ist schon in Ordnung. Das ist eins meiner drei Decks. Und das baut überwiegend auf Karten auf, die eben den Gegner dazu zwingen, sich vom Feld zurückzuziehen. Wie ihr es schon seht hier, Retreat. Okay. Wir machen wieder unsere Counter, unseren Careless Talk an. Und jetzt quasi eine 4-Kosten-Einheit bringt, die er nicht bringt. Ich bin am Überlegen, ob ich den Nebelwerfer bringe. Oh, kann man mal machen. Warte, dass er jetzt mal irgendeine Einheit zumindest spielt. Deutsches Deck, was jetzt noch nichts gespielt hat. Okay. Ein bisschen Glück gehabt. Aber das ist in Ordnung. Spiele ich mal meinen Half-Track. Mache meine Counter-Geschichte an. Der Half-Track zählt als Tank, womit ich dann also auch gleich die Hummel in Turn 5 spielen kann. Wenn er jetzt eine 5er Einheit bringt, dann spiele ich die Hummel und kann seine Einheit zum Rückzug zwingen. Das wäre also ein schöner erster Zug. Ist auch in Ordnung, sein Kommando. Weil ich es natürlich lieber gesehen hätte, dass er. Gut, dann greifen wir jetzt an, spielen die Pack und warten darauf, dass er irgendeine Einheit bringt. Wir haben alle Zeit der Welt. Wir können alles, was er aufs Feld bringt, wieder zurück auf seine Hand schicken. Ist okay. Perfekt. Genau so, was habe ich mir gewünscht von ihm. Und dann bringe ich jetzt die Hummel, zwinge ihn zum Rückzug und schieße ihm wieder ins Haku. Wenn er den jetzt nochmal bringt, mache ich genau das gleiche einfach nochmal. Und der Half-Truck macht quasi das gleiche mit Infanterie oder gegnerischen Lufteinheiten. Jetzt ist natürlich die Frage, ich könnte jetzt eine von den Jungs hier spielen, um einen extra Credit-Slot quasi zu kriegen. Mit dem nächsten Zug 9, dann könnte ich den spielen. Eigentlich will ich die behalten, um. Ah, ich spiele den mal, um einen extra Credit-Slot zu bekommen. Und schieße seinen Haku weiter an, weil ich habe jetzt immer noch 1, 2, 3, 4, 5 Karten, die Einheiten zurück auf seine Hand schicken. Bin zuversichtlich, dass das ausreicht. Das passt. Und dann schicken wir den mal wieder zurück und spielen den Panzer 38T, um noch eine Karte zu ziehen. Wenn er jetzt sein Panzer 4 wiederbringt, dann spiele ich einfach als nächstes meinen Panzer 4. Hier Eagle Claws wäre wahrscheinlich eine interessante Karte für ihn, um meine Backline ein bisschen aufzuräumen. Müsste aber zweimal spielen, um die Hummel loszuwerden. Das kann ich mit meiner Joint Operation kaputt machen. Und jetzt wäre Eagle Claws natürlich eine spannende Geschichte für ihn. Noch was, um Einheiten zurück auf seine Hand zu schicken. Aber machen wir sie einfach kaputt, fertig. Und ich spiele jetzt auch gar keine weitere Karte, das ist gar nicht notwendig, weil wenn er jetzt wieder seinen Panzer 4 bringt,
Dann spiele ich einfach wieder eine Karte, die den Panzer 4 zurück auf seine Hand schickt. Und jetzt muss er erstmal irgendwas bringen, um zu verhindern, dass ich sein Board, seinen HQ nach und nach kaputt mache. Mit den ganzen Removal-Karten, die er auf der Hand hat, kommt er nicht besonders weit. Genau, sowas zum Beispiel. Jetzt habe ich halt meinen Panzer 4 und schicke den wieder nach Hause. Und das kann ich kommende Runde sogar nochmal machen mit meinem Carrier Cover. Habe jetzt auch einen Sherman gezogen, mit dem ich dann gleich noch eine Karte nachziehen kann. Also ich glaube, dass das Deck hier in der Situation, in der ich mich gerade befinde, absolut OP und absolut unfair sich vor allem für den Gegner anfühlt. Ich kann ihn noch zweimal zurückschicken, habe hier noch zwei zurückschicken für Air oder Infantry. Also im Grunde genommen gibt es gerade gar nicht viel, was er machen kann. Er schickt jetzt meinen zurück, dann schicke ich seinen zurück. Also ich meine, das Spielchen können wir ja spielen. Jetzt ist er in der nächsten Runde tot, wenn er nichts dagegen tut. Ich bin jetzt am Überlegen, das scheint ja gewonnen zu sein hier. Ich bin jetzt am Überlegen, ob ich in Runde 2 nochmal dieses Deck spiele. Oder ob ich mein japanisches Aggro-Deck nehme. Damit habe ich gewonnen. Well played. Zack. Okay. Damit ist die erste Runde durch und er bekommt direkt die Anfrage für Runde 2. Sein Deck war im Early Game nicht besonders stark, hat aber gute Konter zum japanischen Billigeinheiten gehabt. Das ist so ein bisschen die Frage. Also dieses Retreat Deck, das finde ich extrem stark. Das ist aber, glaube ich, schwach gegen Aggro. Ich glaube, ich zeige mal mein japanisches Aggro-Deck. Er spielt nochmal dasselbe. Und ich habe eigentlich eine ziemlich gute Stadthand. Machen wir das mal so. Hier Zug 2 des Akita-Regiment und dann Zug 3 fahre ich okay. Das ist definitiv das Akita-Regiment her. Das hier ist eine kreuzgefährliche Karte gegen mein Deck. Ja, genau wegen sowas. Wenn er jetzt hier Glück hat, dann okay, mein Akita hat sein Kommando kaputt gemacht. Das war einigermaßen lucky auf meiner Seite. Und ich kann jetzt meinen Panzer 3 bringen. Mein Panzer 38. Hier ist eigentlich eine Turn 4 Einheit, weil der mit Blitz direkt an die Frontlinie kann. Okay, ja, ist auch in Ordnung. Wie gesagt, dann bringe ich den jetzt. Und dann habe ich hier eine schöne Turn 5 Einheit. Karten nachziehen wird auch ganz gut im Moment erfüllt. Ich gerade ein bisschen am Überlegen, ob ich das so mache. Also, ich bringe erstmal den und dann noch einen von denen. Und noch einen von denen. Dann machen wir das so. Es ist halt, ist jetzt kein besonders schwieriges Deck. Im Grunde genommen muss man bloß die ganze Zeit das Gesicht hauen. Ja, das ist natürlich ein schmerzhafter Schlag jetzt. Da pinnt er jetzt eine Einheit und greift wahrscheinlich die andere an. Genau. Gut, dann
Jetzt ziehen mal. Und ihr seht schon, ich habe zweimal den R-Blitz gezogen. Das ist im Zug, ich muss jetzt im nächsten Zug muss ich irgendwie 4 Schaden an seinem HQ machen. Wenn er jetzt keinen Guard spielt, kriege ich das gut hin, dann ist er im Zug 8 tot. Wenn er jetzt damit vorfährt, zerstöre ich den. Vielleicht repariert er den auch mit Pferd vor, dann muss ich mir irgendwas überlegen, wie ich sein HQ kaputt kriege. Wir fahren nach vor, machen das so. Ich ziehe 2 Karten. Und ich spiele den hier, der auch nochmal 2 Schaden am gegnerischen HQ macht. Und dann dürfte er nächste Runde tot sein. Okay, ja, er ist tot. Good game, my friend. Und zack. Und zack. Gut, das war die erste Runde gegen den lieben Ares bzw. Castellan Crow. Und das werde jetzt erstmal Medicus melden und wir sehen uns gleich im nächsten Spiel. Bis dahin, bye bye.